Und erst heute Morgen habe ich mich entschlossen, hierher zu fahren. Und siehe da, ein wunderbares Schloss und ein Park wartet, entdeckt zu werden. Ich bin schon neugierig, was ich heute noch sehen werde. Das ist ja wirklich eine Reise wert. An einem heißen Sommertag ist das der beschaulichste Ort auf der Welt. Die Anfänge des Schlosses gehen in die Zeit um die Mitte des 13. Jahrhunderts zurück. Der Treppenturm entstand in der Renaissance 1546. Aus dieser Zeit stammen auch die Fresken im Rittersaal, die wir heute leider nicht sehen werden. Gleichzeitig dient es als Standesamt. Hier werden die Leute gerne heiraten. Auch hier ein Anblick vom Schlosspark aus. Ganz überraschend. Neckar Bischofsheim liegt im Krebsbachtal und nicht am Neckar, wie der Name vermuten lässt. Vor der Zeit Baden-Württembergs hieß es auch nur Bischofsheim. Die Stadt hat knapp 4000 Einwohner und kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Die Herren von Helmstedt bekommen die Burg als Reichslehen von Rudolf von Habsburg. Im Dreißigjährigen Krieg bereitet Tilly von hier aus den Angriff auf Heidelberg vor. Heute findet man ein restauriertes Schloss in einem schönen Schlosspark mit einem Prachttor von 1590 vor. Eine Brunnenfigur, das Brunnenweible von 1720 und ein schöner Ausblick auf andere historische Gebäude machen den Reiz des Ortes aus. Die Totenkirche aus dem 12. Jahrhundert, die Herren von Helmstedt sind dort beigesetzt. Die Grabplatten und Wandmalereien in der Kirche sind historisch bedeutsam.